So, mit der Frontkamera nehme ich jetzt da auf und jetzt mache ich vielleicht auch noch das Moment. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich hier da in meiner Malküche und muss mal an meinem Hinterkopf schauen. Weil einmal, also irgendwie ist das alles untermalt. Ich muss das irgendwie ganz fein mit der Ölfarbe, glaube ich, machen. So. Ja, was haben wir denn noch? Groove-Musik? Ah, ja. Moment, Knocks um Rockorchester. Hörst du das an? Die Zeit verrinnt. In unserem Leben, mein Gott, dein, meine, unsere, die verrinnt, gell? Ach, wenn wir noch mehr hätten. Zeit. Und was betteln könnte, ja? Dass uns hier der große Master mehr Zeit schenkt. Betteln, ja? Betteln gehen. Was sollte uns was schenken? Oder ein gutes Wort. Ein gutes Wort wäre eigentlich nötig, so um jetzt muss ich mal schauen, ob es das gibt. Lachen, man muss mit der Lachen. Ja, lachen Sie mal, das ist ein Lachsack. Okay? Na, das glaube ich nicht. Warum weiß ich eigentlich? Nein, das ist nicht. Ja. Ist das was zum Kern oder zum. Das ist. Das ist jetzt aktuell. Und dann, dir fällt der Weibus ein. Ja, das kann ja vielleicht so. Der Bazill ist da. Selber. Heute muss ich einmal wieder weg. Höre, was der Mensch hier zu sagen hat. Ja, die Aufnahme noch, vor 20 Jahren habe ich die gemacht. Das Gute. Grenzen klein, wie allein. In die weite Welt. Ah, mit heißem Wasser. Hinein. Die Farbe verdammt mehr. Der Pinsel ist nicht scheit aus. Waschen. In die Weite. Weite, der Töne, der Farben, der Wörter, der Bedeutung, der Gefühle. Schenken Sie mir ein gutes Wort, Herr Rechtsanwalt. Sie möchten gar nichts, Sie verlassen sofort diesen. Ja, das habe ich erfahren. Ja. Bei einem Anwalt. Das stimmt. Was war doch gleich wieder los? Hm? Aber vielleicht schenken Sie mir ein gutes Wort, gnädige Frau. Ja. Aha. Tschüss. Die meisten Menschen können ja gar nicht zuhören. Hänschen klein. Gudrun Nagel war das. Die ist leider gestorben. Der Krebs, der böse Krebs, hat sie weggerafft. Und noch ein Beispiel, mach. Der einfache Mann auf der Straße. Ah ja, was war's? Schenkst du dir? Gut, das war leistend. Ja, da geht man doch gerne in die Welt. Hinein. Sie kommen aus Schweden. Ah, ja, wunderbar. Und ich bin ein Bettler. Ich, da darf ich Sie anbieten um das gute Wort in Schwedisch. Das gute Wort. Das ja? Ist also, ich möchte bekommen oder bitte geben Sie mir. Oder irgendwas ja, das sind, weil das sind das gute Wort hier reinsprechen und das gute Wort in Schwedisch. Mit guter Udet. Guter Udet. Guter Udet. Stock und Hut steht im Gut. Nein,
Besser wäre Stock und Mut. Steht uns gut. Wo ist das dritte Mikrofon? Die Moral von der Geschichte. Mit diesem Mikrofon, ja. Ja, die musst du dir selbst zusammen reimen. Du, Zuhörer, der Mensch. Bitte nicht. Das finde ich persönlich. Ja, und jetzt? Jetzt könnten wir eigentlich noch ein bisschen tanzen, oder? Also, linkes Bein und rechtes Bein heben. Werner, ich bin ja auch so ein Tanzfauler. Aber mein schlechtes Beispiel braucht ja nicht Mode zu werden. Also dann, auf geht's! Und vielleicht kannst du deinem Nachbarn, deinem Freund, deiner Familie, deinem Chef, deinem Angestellten, deinem lieben Gott, wenn du an ihn glaubst oder auch nicht, vielleicht kannst du dem auch ein gutes Wort schenken. Geh, das sagte ich, weil jetzt, Freddy. Aha, Moment, ist was. Ich bin der Fahrer da. Spiegeln in der Hand. Ja, da ist er schon. Spiegeln in der Hand. Wer ist der Geschwätzigste im ganzen Land? So, hä? So? So, na? Jetzt brauche halt meinen großen Spiegel. Wo ist denn der wieder? So. Da spiegelt sich was, die Erde, ja, die Erde spiegelt sich da in kleinen Spiegeln. Wie gehen wir mit der Erde um? Jetzt muss ich mal schauen, was habe ich denn da noch drauf auf meinen verknocksten Erinnerungen. Die Erde legen oder die Romantik. Wie malt man das? Spricht vom Universum und mit Nikolaus und anderes und da Musik, die bricht ab Blues. Und um Nagel und aus Grüße aus Knuxhausen. Ein Star werden. Aber ja, den muss ich euch vorspielen. Das ist der, also wie der 1997 ging ich ins Landratsamt Altötting, weil ich wollte dem Landrat Dönhuber, dem damaligen Landrat, eben eine wichtige Frage stellen. Und zwar, Moment, da kann man mal hören. Ja, mach schon. Ja, die Allgemeinheit, diese Allgemeinheit, die sich immer wahrnimmt, oder das ist eine Geschichte, wo ich erzählen muss, ich war mal zu einem Politiker. Als Maler bewege ich mich aus dem Elfenbeinturm heraus. Da steckt man immer drin, mit der Malerei. Und jetzt will ich mir an die Menschen ran, an alle. Habe ich auch gedacht, an sie mal heranzugehen, mit einer Frage. Ich bin ein Maler und komme aus Burghausen. Das ist also keine Missionsstadt oder keine Wallfahrtsstadt. Ein Heiligen haben wir noch nicht. Also Scheinheilige, ja, vielleicht. Da gehöre ich dazu, weil ich zeige den Schein. Ja, und als ich wahlfahre zu Ihnen herüber und will Ihnen eine Frage stellen, was Sie davon halten. Ein Galerist hat einmal zu mir gesagt, nur ein toter Künstler ist ein guter Künstler. Was sagen Sie dazu? Das geht genauso. Ja? Wie er gelobt wird,
muss entweder schon sehr krank sein oder nicht mehr leben. Da, das spielen wir halt tagtäglich und man weiß ja, wann der Politiker gelobt wird. Ich glaube, ich habe trotzdem als der Künstler auch während seines Wirkens Ausstrahlungsmöglichkeiten hat und Begeisterung erleben kann. Vielleicht bringt man das nicht zum Ausdruck. Aber dass man Künstler auch zu der Zeit schätzt, dass es natürlich nach ihrem Ableben noch stärker in den Wirkung drückt, das ist sicher nicht abzustreiten. Ja, das war eigentlich meine Frage. Ah, nein! Das war die Frage zum Montag. Das war zum Montag. Also, was war eigentlich schon da? Lieben Sie Kunst? Etwas. Ja, etwas. Altmeister? Weniger. Weniger? Mehr die modernen? Die modernen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was ist in der Zwischenzeit? Also, die Romantik. Die Romantik, also. Ein bisschen Rokoko. Ja. Ein bisschen später. Achso, ja, was ist das nicht? Alte Kunst schon? Eigentlich in einem nicht so. Es ist ein interessanter Aspekt, was Sie sagen. Danke. Und jetzt? Meine Herren, wisst ihr das schon? Dass sie alles geändert hat heutzutage. Alles. Sogar, so weit auch gefunden, beim Sex machen. Alles anders. Ja, heute ist alles anders. Du bist heutzutage nur mehr eine Nummer. Weißt du das? Nein. Wenn du Sex machen willst. Ja. Ja, ich hab's erfahren. Ich bin eingegangen in das Haus, wo man den zusammenbringt, oder nicht. Hab ihn abgegeben, wollte ihn auspacken. Und dann war er ungültig. Stell dir vor, der Sex, mein Sex, den ich da machen wollte. Drin. Weil das geht alles anders heutzutage. Dann glaubst du das nicht? Wir? In dem Haus. Wir? In dem wir beide. Da. Ja? Wir? Hier, da. Ein neuer Schein musst du machen. Wir haben das ganz neue Scheine. Mit ausfüllen. Das ist da kein Name mehr. Du bist namenlos jetzt. Ja, du bist bloß ein Online ist das. Online, das ist bloß eine Nummer. Das ist Online-Sex. Online-Sex? Ja. Wenn man richtig, die richtigen, nein, es geht nicht mehr Gruppensex, die das ist online. Ja, das ist, wenn man die richtigen Kreisel macht, das ist online. Du hast bei den Schein dazu. Da brauchst du erst den Schein. Ja, den musst du einmal abgeben. Den musst du einmal abgeben. Und dann kannst du mit dem Schein ein ganzes Jahr weiterspielen. Den brauchst du bloß einmal wieder hinbringen. Ja. Im Lotto. Ein Lotto. Und wenn du deinen Namen haben willst, dann musst du extra so einen Schein ausfüllen, dann bist du namensvoll. Da hast du gar nicht mehr, bist wer. Aber sonst bist du nichts mehr. Du bist sonst nicht. Wenn du den verlierst, dann kann ja jeder bis auf eine Null. Bist du null, ja. Okay. Kannst du keinen Sex mehr bringen. So hat sich der Sex geändert heutzutage, meine Damen und Herren. Also, jetzt hört er mal auf. Oh, mein. Ja. Meint ihr diese Allgemeinheit so in den Malen? Na, das sind ja so viele, das ist ja. Na, was haben die für Farben? Was ist denn da ein bisschen rot? Ja. Und da, mit mir schon. Also, ja, schwarz. Ja, das mischt sich schon wieder so. Ah, da kommt ja braun raus. Ach nein, das ist alles nicht. Ach nein, ein bisschen. Ein Blau. Da unten. Oder am Horizont. Und vielleicht noch ein Weiß. Oder Gelb. Aber da kriegt man ja die Sucht, die Gelbsucht. Ah. Also diese Malerei, ich weiß nicht, nein, also so. Ja, ich mache hier die Umfrage. Oh, das sind Sie, der Malermeister? Ja, der Malermeister. Der Frau Jörg Burghausen. Nein. Wir müssen
Ja. Ich ja, ne? Ja. In der Zwischenzeit ja. Ich war schon 12 Jahre da. 30 Jahre. Und? 16 Jahre. Und wie gefällt es allgemein hier? Also ich muss sagen, ich bin über 30 Jahre hier und ich bleibe hier. Was haben wir gut? Was aus alten Ziel und aushängen? Guck mal, das ist eine schöne Stadt. Wie gefällt es dir das? Wie gefällt es dir das gezeichnet?17 Minuten und was oder was, wir schauen, das mache ich mir Stopp, also Stopp.